Herzlich willkommen, meine lieben Freunde, zu einem neuen YouTube-Video. Natürlich schon wieder ein Son Vida und ich präsentiere euch heute mit meinem lieben Kevin ein absolutes Mega-Designer-Anwesen hier in den Hügeln von Son Vida. Das ist Beverly Hills von Mallorca, die absolute Top-Lage. Wir sind in der Villa Casa Cascada, das Ganze auf 2000 Quadratmeter Grundstücksfläche. Wir haben 900 Wohnfläche, 6 Schlafzimmer, 6 Bäder, Mega-Spa-Bereich mit Indoor-Pool, 2 Saunen, ein Designer-Infinity-Pool mit Wasserfall, Kaskaden und Mega-Blick auf Palma. Wie das Ganze aussieht für 12 Millionen Euro, das gibt's jetzt im neuen Video. Viel Spaß! Meine Lieben, wir starten mal ganz unkonventionell direkt in der Garage, in dieser Luxusgarage. Für euch zur Aufteilung, zur Orientierung. Normalerweise als Hauseigentümer, als Hausbesitzer würdest du jetzt hier in die großzügige Garage fahren für 2 Autos. Es gibt einen Innenfahrstuhl, der dich dann dementsprechend auf allen Etagen nach oben bringt, beziehungsweise alle Etagen verbindet. Es gibt aber auch, was ein Luxus, einen Außenfahrstuhl, komplett verglast, der fährt nach oben und du hast einen Megablick auf Palma. Wir nehmen den Außenfahrstuhl, würde ich sagen, oder? Kommt mit, jetzt geht's los. Ich bin schon wieder so mega begeistert und motiviert, dass der liebe Kevin und ich euch dieses Knalleranwesen überhaupt zeigen dürfen, dass wir überhaupt hier drehen dürfen. An dieser Stelle herzlichen Dank, liebe Eigentümer. Es geht los. Und ihr seht schon, wir sind auf der Megaterrasse. Ihr kommt über den Glasfahrstuhl nach oben. Ein wahnsinniger Infinity Pool mit Kaskaden, mit Wasserfällen. Das heißt, der Name kommt natürlich daher auch, weil wir, ihr werdet es gleich sehen, während der Tour, während der Haustour, ihr werdet überall im Haus integrierte Wasserfälle, Wasserspiele, Wasserdeko-Elemente sehen. Dementsprechend Villa oder Casa Cascada. Wir gehen einmal kurz rüber. Es sind auch hier schon wieder so viele Details, so viele Punkte, auf die ich hinweisen muss. Natursteinboden, innen das gleiche wie außen. Dann hier zum Beispiel diese super edle, die habe ich im Übrigen auch, diese, wie nennt man das, Hängeschaukel von Dedon, habe ich auch in Villa Remus. Richtig edel, richtig elegant mit einem Megablick auf Palma. So, eine richtig schöne großzügige Terrasse. Geht das alles vom Sound, weil wir haben Wasserfälle ohne Ende und wir haben auch in dieser Stelle in Son Vida noch einige Baustellen, wie ihr wahrscheinlich unschwer erkennen oder eine, ja, nicht überhören könnt. Wird drüben gebaut. Das ist eben einfach, Son Vida boomt. Ich habe hier vor 15 Jahren angefangen in Son Vida und ich muss mal ganz kurz eine Anekdote erzählen. Ich weiß, wir haben 35 Grad, Kevin, aber ich muss das schnell erzählen. Vor 15 Jahren war Son Vida, so dieses alteingesessene Beverly Hills von Mallorca, total verstaubt. Da waren halt hier so die alteingesessenen Spanier, Festlandspanier, die haben dann um den Golfplatz rum die Häuser hier gekauft. Vor 1965 ging es los. Das war der erste Golfplatz im Übrigen auf Mallorca in Son Vida. Dazu gibt es ja 2 5-Sterne-Hotels, das Arabella Sheraton 5-Sterne-Hotel und das Castillo Son Vida. Und Son Vida ist in den letzten Jahren so cool geworden, so modern, so angesehen, weil Palma so nah dran ist. Also wir sind ja nach Palma, sind es 10 Minuten, zum Flughafen sind es 15 Minuten. Dementsprechend hast du halt diese Nähe zur Hauptstadt und eben das ganze Jahr alles bewohnt. Hier sind sehr viele Deutsche, Österreicher, Schweizer natürlich, Skandinavier, Festland Spanien, also komplett international das Ganze. Schulen sind in der Nähe, also ihr wisst es, ich bin ein riesen Son Vida Fan, schon wieder in Son Vida, das ist mein Motto. Villa Remus steht hier auch, mein eigenes Haus in Son Vida, deswegen zeigt es ja, wenn der Makler selber hier im Ort investiert, ist es jetzt nicht so ganz so verkehrt. So, lange Rede, kurzer Sinn. Eine Zusammenfassung zu Son Vida und jetzt sind wir schon wieder hier in einem der schönsten Anwesen von Son Vida. Ihr seht es. Ein unfassbarer, unverbaubarer Blick auf Palma. Heute ist es ein bisschen diesig, aber man erkennt es. Offener Meerblick, Kathedrale direkt vis-à-vis vor uns und die halbe Stadt sozusagen. Da drüben Grünzone und einfach ja, ein tolles Ambiente, tolles Flair. Zum Haus, auch hier großzügige Fenster, überall Natursteinelemente, Maresstein teilweise, schön bodentief das Ganze. Und das Tolle ist eben, dass du hier die ganzen Fenster links und rechts aufmachen kannst und es fühlt sich eigentlich an, ein kompletter Flow. Also es fühlt sich so ein bisschen an wie so ein offenes Wohnzimmer. Achtung, da ist jetzt die Hängematte. Da wäre er fast in die Hängematte reingelaufen. Ja, da fliegt schon wieder alles davon. So, wir gehen rein, meine Damen und Herren, meine lieben Freunde. Wir starten mit dem Haupteingang, würde ich sagen. Guckt euch diese Kombination, modernes Haus,
aber trotzdem alte, antike Elemente, wie im Hintergrund seht ihr diese tolle, auf alt gemachte Holzhaustür. Komm jetzt, wir machen noch keinen Schnitt, ich bin noch am Reden, komm jetzt ran hier. Hier, das müsst ihr euch angucken, das ist richtig cool, richtig stylisch. Wie so eine alte Finca, aber eben komplett in einem neuen Haus integriert. Das Haus wurde fertiggestellt vor 6 Jahren, also dementsprechend Top-Qualität. Und wie das Haus von innen aussieht, dieses mega Anwesen Casa Cascada, das gibt's jetzt. Und lieber Kevin, jetzt kannst du wegschwenken. Tschüss. Wir starten mit dem Haus, mit diesem Mega-Anwesen. Und ich bin so ein Riesenfan dieser Holzhaustür, richtig elegant, richtig edel. Super schönes, edles Entree mit dem Naturstein, mit dem Treppenaufgang nach oben. Kurz für euch zur Aufteilung. Wir haben oben Schlafzimmer, eigentlich eine sehr klassische Aufteilung. Schlafbereich oben, Wohnbereich auf der Ebene, wo wir jetzt gerade uns befinden. Unten dann Spa-Bereich, darunter Garage und ganz viele unzählige Technikräume und nochmal ein Personalapartment. Dann haben wir hier drüben Esszimmer. Gäste-WC, Schindler-Fahrstuhl, Küche hier drüben dran und wir legen jetzt mal los in diesem mega beeindruckenden Wohnzimmer. Kommt mal mit. Denn zum einen abzutrennen hier mit den Schiebetüren. Komm raus. So, hier hast du die Schiebetüren, das kann man schön schließen. Mega krasse Deckenhöhe, also fast 3 Meter Deckenhöhe. Dann haben wir überall die Flosslampen eingelassen, schön. Dann Occhio. Ich bin neben Tom Dixon, ihr wisst es ja, ich bin ein riesen Tom Dixon-Fan. Vielleicht habt ihr davon schon mal gehört. Das sind ganz super edle Lampenbeleuchtungsdesigner aus London. Auch von Villa Remus habe ich da einige Kohle investiert und habe mir da richtig tolle Lampen geholt für mein Haus. Das sind die ganz berühmten Occhio-Lampen oder Occhio nennen sich, also O-C-C-H-I-O. Auch super edel, super teuer, super cool, super stylisch. So, ich muss mal mein Zeug hier erstmal hin. Also kurz, es geht los. Ich freue mich, ich bin sehr motiviert, es geht rund. Ein mega krasses Haus. Soundanlage, Smart Home, das heißt natürlich alles dementsprechend steuerbar über eure App, also übers Telefon, übers iPad, Fußbodenheizung, Klimaanlage, alles mit Wärmepumpe. An sich die neueste Technik im Haus sowieso. Dann kann man, wir gehen nochmal zurück, machen das gleich mit dem Wasserfall. Diese ganze Fensterfront, im Übrigen Fenster von Schüco. So, herzlich willkommen im Büro, inklusive Kamin-Lounge. Das ist ganz schön abgetrennt, das heißt, wenn der Eigentümer dieser Immobilie separat nochmal für sich, unabhängig von der Familie, in Ruhe arbeiten möchte oder man richtet hier nochmal so ein Kids-Playroom, so ein Kinderspielzimmer ein oder Playstation-Zimmerchen oder Lesezimmer, Bibliothek, Kaminzimmer, wie auch immer, ja, kann man sich das hier natürlich super schön herrichten. Echtholzkamin, offenes Feuer, komplett eingelassen hier mit diesem Naturstein, sehr edle Möbel. Blick auf Palma von hier auch wieder. Ja, eigentlich haben wir hier alles besprochen. Jetzt kommt das Highlight, das Besondere an dieser Immobilie. Natürlich, was ich eingangs schon erzählt habe. Cascada ist der Name. Villa Cascada, Casa Cascada. Eben diese ganzen Wasserfälle, die von ganz oben, komm mal mit. Ich mach's mal kurz einmal an. Es gibt nämlich eine Steuerung. Sorry Kevin, ich weiß, wir rennen schon wieder durch den ganzen Raum hier. Du kannst ruhig da stehen bleiben. Ich zeig das kurz hier. Hier gibt es nämlich 3 verschiedene Phasen. Das heißt, du kannst den Wasserfall nämlich einmal auf volle Pulle draufhauen. Jetzt geht's los. Richtig mega cool. Richtig geil. So, das heißt, es gibt 3 verschiedene Stufen. Jetzt gerade einmal komplett der riesen Wasserschwall. Das Interessante und Spannende ist in dieser Immobilie, dass der Wasserfall von ganz da oben runter geht und auf verschiedenen Etagen, so wie das Haus eben auch aufgebaut ist, von Architektur weitergeht. Das heißt, bis runter zum Eingangsbereich, wo die Gäste reinkommen. Also die Architektur, der Style, das Design und der Gedanke dahinter ist schon echt mega geil. Zweiter Aspekt, es ist heute zum Beispiel im Hochsommer, im Juli, haben wir 35 Grad. Wir beide schwitzen uns einen ab hier. Aber es ist eben schlau durchdacht, durch diesen Patio, durch diesen Innenhof und diese Rückwand hast du immer natürlich so eine Luftzirkulation und dadurch, dass du natürlich dieses Wasserspiel im riesengroßen Maße hier hast, im großen Stil, hast du natürlich im Wohnzimmer immer eine schöne Brise und eine frische Luft. Habe ich das gut erklärt? So, Naturstein ist natürlich der Hammer, ist schon krass, oder?
So, jetzt kommt gleich noch ein Helikopter hier drüber. Stell dich doch mal dahin. Ja, da muss ich das erstmal wieder aufdrehen hier. Schau mal, wie groß. Ja, ist schon krass, oder? Ja gut, ich bin jetzt auch nicht der Größte, ne? Ich bin 1,78 Meter, also ich meine, da wirkt das natürlich wie 20 Meter. Das Schöne daran ist, muss ich euch auch sagen, natürlich, jetzt komme ich wieder mit meinem Punkt indirekte Beleuchtung. Es ist überall LED drin, das heißt, du hast ein Farbspiel, eine Farbgebung, ein Ambiente, eine Stimmung am Abend vom aller mega krassesten Feinsten. Also wirklich sensationell. Da auch natürlich die ganzen Bodenspots noch drin. Hier die Beleuchtung, Soundanlage hier draußen, Schikofenster haben wir schon erzählt. Ja, da oben sind die Schlafzimmer und es gibt noch eine Dachterrasse. Und ich würde sagen, wir gucken jetzt erstmal nochmal den Wohnbereich an. Dann geht es zur Küche, Gäste-WC, dann nach oben, dann ins Spa, dann nochmal runter in die Technik. Da haben wir noch was vor uns. Ich glaube, das Video dauert 2 Stunden heute. Komm! Der Kevin hätte jetzt fast die Kerze da abgerissen. Ich wollte schon wieder anlaufen, nehmen und nochmal reinlaufen. So, herzlich willkommen im Esszimmer. Schöne große Tafel, auch von hier wieder Blick über die Terrasse hinweg auf die Kathedrale, auf das ganze Meer, auf die ganze Stadt wollte ich sagen und aufs offene Meer. Auch wieder riesengroße Fensterfronten, Schikofenster durchgängig im gesamten Haus. Dann sind wir in der Küche, die wir natürlich auch hier wieder komplett separieren können und über diese Schiebetür abschließen oder ja, einfach komplett schließen können. So, Miele-Geräte haben wir in dieser Luxusküche, sehr neutral, sehr zeitlos, indem wir halt weiße Lackfronten haben. Schwarze Arbeitsplatte, großer Fernseher mit drin, riesengroßes Miele-Kochfeld, Miele-Kaffeemaschine, Dampfgarer, Backofen und Mikrowelle. So, dann haben wir hier, das finde ich eigentlich auch ganz schön, das ist eigentlich eine sehr geile Idee, muss man sagen. Zum einen wirklich wieder dieser Innenhof hier mit der Luftzirkulation. Zum anderen, was ich euch sagen wollte, was ich sehr cool finde, ist dieses Designer-Pflanz... Trog, wie nennt man das? Pflanzkübel. Da kannst du nämlich dann gerade angrenzend zur Küche deine eigenen Kräuter anpflanzen. Ja. Nicht, dass das du wieder anpflanzen würdest. Hör doch auf, Kevin. Also, was sagst du? Jetzt kommt die alles entscheidende Frage. Was sagst du dazu? Eingelassene Flosslampen, Dunstabzughaube schön versteckt, indirekte Schlitze, Klimaanlage auch schön weg versteckt. Auch sehr gut. Kevin, bisher, was hast du gesagt? Was sagst du dazu zu dem Ganzen hier? Das ist der absolute Hammer. Ist schon sensationell, ne? Wo ich hier gestern gefilmt habe schon. Ja, also Kevin ist hin und weg, hat heute Nacht davon geträumt. Er hat nämlich die Beauty-Bilder und Drohnenschüsse schon gestern gemacht. Da ich aber gestern Hausverkauf hatte und irgendwie gefühlt 3 Stunden beim Notar saß mit den Käufern und Verkäufern, drehen wir jetzt heute nochmal unsere Haustour hier. Es geht weiter, meine lieben Freunde. Komplett Einbauschränke überall hier. Dann haben wir ein sehr schönes Gäste-WC mit Bewegungsmelder, Besatzer, Mosaik hier aus Italien, Stucco Veneziano an den Wänden, beziehungsweise hier diese Spachtelwischtechnik. Sehr, sehr schönes, edles Marmorwaschbecken. Das finde ich auch sehr schön. Was sagst du dazu? Cool. Gefällt mir. Sehr edel. Duravit Toilette, Garderobe hier. Dann sind wir wieder im Eingangsbereich, im Entree. Da ist wieder der Fahrstuhl. Ich würde sagen, es geht weiter, meine lieben Freunde. Es geht nach oben. Wir zeigen euch das Obergeschoss und die Schlafzimmer. Bleibt dran. So, über diese elegante Wendeltreppe mit Natursteinbelag, richtig edel, auch schön mit dem Lichtkegel, mit dem Lichteinfall oben, geht's dann ins Obergeschoss. 3 Schlafzimmer für euch zum Verständnis, 3 Kinderzimmer, Gästezimmer, wie auch immer, hier hinterm lieben Kevin. Alle mit eigenem Badezimmer und Suite. Und der Fahrstuhl kommt natürlich auch wieder nach oben hier raus. Und hier geht's dann weiter ins Master-Hauptschlafzimmer. Abschließbare Tür. Ankleidebereich, also komplett überall Einbauschränke, sehr zeitlos in weiß, neutral. Hier noch mehr Einbauschränke in einem gekelchten Holzoptik. Großzügiges Schlafzimmer, auch hier natürlich wieder toller Blick auf Palma. Wenn du aus dem Bett rausguckst, dann siehst du die Kathedrale, das Meer und die Stadt. Ein richtig geiles Mega-Badezimmer. Guckt euch das mal an hier mit dem kleinen Sockel, diese riesengroße Korian-Badewanne.
oval, rund, sehr schön. Dann wieder die Occhio-Lampen dazu, dann hier ein, das ist ja wieder meins, da bin ich ein Riesenfan von. Und zwar von diesen Mosaik-Fliesen in Perlmutt-Optik. Das finde ich echt ganz geil, muss ich sagen. Was sagst du dazu, Kevin? Geil. Ist schon cool, ne? Das glitzert und funkelt, das ist ja schon wieder total meins. Sehr edel, auch mit den aufgesetzten Waschbecken. Tolle Armaturen hier auch, muss man sagen, sehr edel. Von Dornbracht. Dann eine große, begehbare Dusche. So, hier auch sehr schön mit den dunklen, schwarzen Lavasteinen. Vernünftiger Ablauf, meine Shampoo-Fächer mit indirekter Beleuchtung. Also es könnte nicht besser sein, ich bin hellauf begeistert. So, schön mit Milchglas abgetrennt, die Dusche und die Toilette. Dann geht's weiter in die nächsten Schlafzimmer. Wollen wir hier nochmal kurz, achso, das können wir nochmal schnell erzählen. Ja, jetzt geht's. Pass auf, wie die Fenster aufgehen. 3, 2, 1, meins. Hier muss ich mir jetzt keinen abbrechen. Schüco Automatik. Komm. 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 Oh, das wäre mir schon wieder zu langsam. Ist nicht für mich. Für Remus ist das nicht gemacht. Komm jetzt hier. Mach mal Turbo. Also, 2 Stunden später. Also, das ist schon fett. Das ist schon, Leute, das ist schon mega, 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 mega cool. Mit dem Infinity-Überlaufpool, mit dem Wasserfall, mit diesen Wasserpumpen unten. Der Blick hier auf Palma und auf alles. Es ist schon der Hammer, das Haus, muss ich echt sagen. So, kommt rein. Wir machen das Fenster wieder zu hier bei der Hitze. Und es geht weiter und ich zeige euch jetzt die nächsten 3 Schlafzimmer. Viel Spaß. Herzlich willkommen im 3. Schlafzimmer, auch wieder mit eigenem Bad und Suite, an ein mega krasses Panoramafenster. Ihr habt einen gewaltigen Blick hinterm Kevin. Sehr schön angrenzender Balkon da drüben. Dann haben wir hier die eingelassenen Spots natürlich wieder schön eingespachtelt, eingebettet. Soundanlage hier drin, sehr schöne Wandfarbe vom Wandfarbton. Das ist so ein cremegrau, finde ich sehr hübsch, sieht sehr gut aus. Leselampen hier. Dann ein Thema, Alarmknopf. Alarmknöpfe an jedem Bett, also das ist auch wichtig. Obwohl es sicher ist in Zornwieder, zumal Zornwieder hat so ein Sicherheitssystem. Eine Einfahrt und eine Ausfahrt gibt es in Zornwieder, die ist komplett kameraüberwacht. Es gibt ein Security-Häuschen und es fährt 3-mal in der Nacht hier die Streife, also die Security durch die Gegend. Also Zornwieder ist sozusagen wirklich, wie man es schon sagt, das Beverly Hills, die sicherste Gegend auf Mallorca. Dann ein Aspekt, den ich komischerweise in wenigen Häusern sehe, was ich überhaupt nicht verstehen kann, weil ich finde Rollläden, Vorführeffekt wieder hier, komm, Vorführeffekt geht. Rollos, normale typische deutsche Rollos, wo sind die denn normalerweise auf Mallorca? Verstehe ich nicht, vergessen ganz viele Bauträger. Auf jeden Fall haben wir sie hier und das finde ich eigentlich ganz gut, dass man dementsprechend, gerade weil die meisten Kunden, die bei mir ein Haus kaufen, das sind ja Ferienhäuser, finde ich eigentlich ganz gut, dass man dann zack alles runter machen lassen kann und das Haus ist komplett zu. Ein sehr, sehr schönes Badezimmer, meine Damen und Herren. Kommt rein, abzuschließen, wieder abzutrennen über die Schiebetür. Richtig edel und elegant. Guckt euch das bitte an mit dem Natursteinblock hier, mit dem aufgesetzten Marmorwaschbecken. Dann die Hans-Grohe-Armaturen dazu. In der Kombination dann diese kleinen, schön auf alt gemachten Mosaik, Mini-Mosaiksteinchen. Großer, schöner Spiegel, Occhio-Lampe wieder dran, große begehbare Dusche, indirekte schöne Schlitze hier für die Klimaanlage, Soundanlage natürlich auch auf der Toilette. Dahinter dann schön versteckt da die Toilette nochmal drüben. Und das finde ich auch sehr schön und zwar hat man hier nochmal vom Badezimmer raus eine schöne kleine Terrasse hier mit einem mega Blick auf den Wasserfall, auf die Kaskade. Also Luxus pur, meine Damen und Herren. Und jetzt bin ich total begeistert. Ich bin ja schon die ganze Zeit begeistert, aber jetzt wird es richtig legendär und fett, meine Damen und Herren. Wir haben ja schon viele Spa-Bereiche gezeigt in unseren Videos. Aber das, was ihr jetzt zu sehen bekommt, Leute, haltet euch fest, setzt euch hin, holt Popcorn raus. Jetzt geht's ins Spa! Luxus pur! Kommt!
Hi Kevin, herzlich willkommen liebe Zuschauer. Wir nehmen Anmeldungen nur nach Termin bitte. Ja, hier brauchst du wirklich. Was hast du denn gebucht? Welche Anwendung hast du denn gebucht heute wieder? Hier hat man so viel Auswahl. Ja, Ganzkörpermassage will der Kevin wieder haben. Gibt's hier aber leider nichts. Bleiben Sie draußen. Tschüss. Ja, okay. Also herzlich willkommen im Spa, meine Freunde. Guckt euch das bitte an. Es ist ja wirklich der absolute Megaknaller. Riesengroßer Whirlpool-Bereich. Komplett Naturstein überall. Zwei Saunen, Duschtempel, Soundanlage, Indoor-Pool. Das Ganze mit dem riesengroßen Steinbereich da drüben komplett abzudecken, mit Gegenstromanlage natürlich, damit man auch richtig schön mit Power schwimmen kann. Eine Bar da drüben, Fernseher, Loungebereich, Zugang raus zum großen Pool und zur Außenterrasse. Und das Ganze gibt es jetzt nochmal im Detail. Bitte folgen. Hast du schon mal von einer Salzsauna gehört? Aus dem Himalaya? Himalaya Salzsauna. Nee. Kevin, hast du etwa keine Salzsauna zu Hause? Das ist eine Salzsauna. Das ist scheinbar sehr angenehm für, ich gehe jetzt da nicht rein, aber es ist auf jeden Fall das, ich kann hier kurz reingehen. Das hier ist Salzstein und das ist scheinbar angenehm für den Körper, weil es gibt eben diese ganzen Mineralstoffe ab, wenn dann die Hitze da drin ist und dann nimmst du das auf und dann hast du eben Salz vom Himalaya. Ja. Ja, sehr schön. Also stylisch, cool, super elegant, gerade am Abend mit der Beleuchtung sieht das richtig toll aus. Dann habt ihr hier separat nochmal Toilette und Umkleidebereich. Whirlpool haben wir gerade schon angesprochen. Dann die typische Sauna, finnische Sauna hier, auch für 4 bis 6 Personen. Hinterm Kevin dann der Duschtempel hier. Auch richtig, guckt euch mal diesen Schwall an, diesen Rainshower-Schwall hier oben. So, das ist doch mal was hier, oder? Boah, ich bin auch so nass geschwitzt. Hey, wir haben heute so eine Hitze draußen, 35 Grad, ich würde mich am liebsten drunter stellen. So, dann hier ist klar, schön Handtücher und Bademäntel. Dann hier nochmal ein kompletter Lounge-Bereich, auch total gemütlich und entspannt. Fernseher habe ich gerade schon angesprochen, eine komplette Bar und eigentlich schon fast mit Küche, mit allem drum und dran, Kühlschrank und Spülmaschine, alles was man halt so im Spa-Bereich braucht. Dann kommt natürlich das absolute Mega-Highlight, wir haben diesen Indoor-Pool. Auch hier komplett edel gemacht mit dem Naturstein, Umrandung, Mosaik innen drin. Und dann diese mega krassen Steinarbeiten, die Beleuchtung da drüben, es sieht halt so super edel aus. Ich bin total begeistert. Was sagt ihr dazu? Fette Nummer, oder? Es geht weiter, meine Damen und Herren, und wir präsentieren euch das Kino, das Fitnessstudio und die hauseigene Bodega. Vom Spa-Bereich geht es dann rüber. Einmal zu meiner Rechten ins Kino, zu meiner Linken ins Fitnessstudio und ich zeige euch jetzt mal dieses Kino hier. Ja, komplette Kinoeinrichtung, Ausstattung mit Beamer natürlich, mit kompletter Isolierung, Soundanlage, Dolby Surround System, extra richtige Kinosessel, riesen Leinwand dazu, tolle Beleuchtung, auch wieder die Oculampen. Also es ist natürlich schon vom Allerfeinsten, ne? Selbst die Halterung für deine Drinks hier, das ist schon wie in Amerika irgendwo, ne? Gefällt mir sehr. Das ist natürlich schon cool. Ich meine, das ist echt so ein Haus, du müsstest eigentlich gar nicht mehr rausgehen, weil du hast eine Megalage, du hast einen Spa-Bereich, du hast deinen Fitnessbereich, du kannst hier bei schlechtem Wetter ins Kino oder in die Sauna oder in Indoor-Spa. Also, Nonplusultra für 12 Millionen. Jetzt geht's ins Fitnessstudio, ins Gym und wie das aussieht, das gehen wir jetzt mal angucken hier. Techno-Gym-Geräte. Ich muss jetzt sagen, ich bin ja absoluter Megasportler. Ich gehe ja 5-mal die Woche trainieren. Das wäre mir jetzt ein bisschen zu klein. Das muss ich jetzt mal so direkt sagen. Es ist natürlich ausreichend, weil du diese ganzen Allzweckgeräte, Mehrzweckgeräte hast, wo du eigentlich alles mit trainieren kannst. Aber ich würde mir jetzt zum Beispiel den anderen Raum, den wir euch gleich zeigen, würde ich mir jetzt ein richtig fettes Gym reinmachen. Aber das Gute an dem Haus ist, du hast eben genügend Platz, genügend Zimmer und genügend Quadratmeter, dass das überhaupt gar kein Problem ist. Aber gut, nicht jeder macht gerne Sport. Es gibt ja auch Käufer, die gar keinen Sport machen. Oder der Kevin macht auch, glaube ich, nie. Du machst auch nicht so viel Sport, oder? Wie war das nochmal? Ja, ja, okay. So, meine Freunde, dann geht's in die Bodega. Ist auch ein mega Highlight dieser Immobilie. Guckt euch das mal an. Auch das hier, komplett alles auf Maß gemacht. Alles komplett extra angefertigt und designt für dieses Haus. Dann herzlich willkommen. Geht es vom Licht, Kevin? Herzlich willkommen in der Bodega. Das ist auch eigentlich ganz geil, ne? Wenn du Freunde einlädst auf ein Gläschen Wein. Ich trinke zwar keinen Alkohol, aber das ist natürlich schon cool, wenn du sagen kannst, so meine Damen und Herren, ich begrüße euch in meinem eigenen Weinkeller. Guckt euch das an, das wurde extra typisch, wie man das halt so kennt von damals, mit diesem alten Maresstein rund,
diese Decke komplett dementsprechend gebaut und geplant. Dann haben wir hier nochmal einen sehr schönen Innenhof, auch wieder indirekte Beleuchtung hier, Bepflanzung mit automatischer Bewässerung, wir machen das wieder zu. Aber auch angenehm, wie so ein bisschen Luftzirkulation reinkommt, ne? Gerade bei der Hitze heute. So, dann zeige ich euch jetzt hier drüben, das ist ganz schön mit dem alten großen Tisch, mit dieser riesen Tafel. Hier ist dann sozusagen der richtige Weinkeller. Passend temperiert und eingestellt von der Temperatur für Rotwein und für Weißwein. Hier dann nochmal einen separaten Kühlschrank. Das ist auch schön. Oh, das ist schön kalt. Boah, super. Hier mit Waschbecken. Auch super edel aus Marmor. Hans Grohe Armatur dazu. Komplett Weinfächer extra angefertigt. Hier mit diesem Marais, das sieht schon toll aus. Das sieht schon echt cool aus. Klimaanlage hier schön versteckt. Gefällt mir sehr gut. Ja, dann geht's weiter, meine Damen und Herren. Genug gesoffen. Weiter geht's. Herzlich willkommen in Schlafzimmer Nummer 5, also eigentlich auch nochmal ein komplettes Apartment. Ein riesengroßer Raum mit Wohnzimmer hier drüben. Du könntest auch noch eine kleine Küchenzeile einbauen. Schlafzimmer hier vorne. Einbauschränke hier. Sehr, sehr schöner Fußboden. Eiche gekelcht. Auch sehr, sehr edel, muss man sagen. Große Dielen. Obwohl wir im Keller sind, das wollte ich sagen. Keller, aber trotzdem große Fensterfronten. Also es fühlt sich überhaupt nicht an wie ein Keller, ne? Muss man sagen. Auch von der Deckenhöhe. Auch fast 3 Meter. Soundanlage hier wieder mit drin. Super edles Badezimmer, also die Gäste werdet ihr dann auch nicht mehr los, muss man sagen, weil das ist auch echt schön gemacht hier. Mit diesem schwarzen Lavastein, WC, BD, große Dusche, Doppelwaschbecken, sehr hübsch in diesem, was ist es, Mint? Ja. Oder Lindgrün? Mint ist das, würde ich sagen, ne? Mint gestrichen, Spachteltechnik, edel. Super edel. Dann haben wir jetzt noch, lass einfach laufen, weil wir haben jetzt so viele kleine Räume, wo ich gar nicht absetzen möchte. Kommt mit, ich zeige euch das. Kevin, dreh schön die Lichtverhältnisse richtig. Also wir haben hier nochmal separat ein Gäste-WC. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel vom Spa-Bereich rauskommt oder vom Pool hier vorne, könnt ihr diese Gästetoilette nochmal benutzen und müsst nicht durchs ganze Haus laufen. Dann typisch ein Abstellraum, den brauchen wir jetzt nicht zeigen. Dann nochmal eine Garderobe hier. Das ist eigentlich auch wirklich so eine Art Personalbereich beispielsweise oder separater Gästebereich. Dann haben wir Technikräume. Die zeigen wir euch auch jetzt einfach mal. Das ist halt wirklich wie auf dem Kreuzfahrt. Also da ist, ich bin ja ein riesen Traumschiff-Fan. Aber das ist nichts dagegen, muss man sagen. Hier, Traumschiff ist nichts dagegen, wenn du das jetzt hier siehst. Also wir haben hier Wasseraufbewahrung, das heißt Wasserdeposit, das ist ja immer Pflicht in Spanien, dass du diese Wasserdeposits hier hast. Abstellräume hier drüben, Poolabdeckung hier nochmal, dann die gesamte Pooltechnik ist hier. Das ist auch nur ein Technikraum von 3 gibt es. Ne? Unten ist ja nochmal der Haustechnikraum, das ist jetzt eigentlich hauptsächlich für Pool und für die Klimatechnik hier. Also hier ist dann Klimaanlage, Erhöhungspumpe und dann gibt es nochmal einen separaten Zugang für den Gärtner. Das heißt, der Gärtner muss auch nicht durchs ganze Haus, sondern kommt eben an die ganze Technik hier separat ran. Pool ist auf Salzwasserbasis. Wollen wir den anderen großen Technikraum auch noch zeigen? Später. Später. Weiter geht's in der Tour. Bleibt dran. So, meine Damen und Herren, Etage 4 von 5. Wir haben hier drüben Hauswirtschaftsraum, klippen wir euch rein. Fahrstuhl kommt natürlich auch wieder hier an. Dann geht es in den, dreh mich mal heller hier, dann geht es in den Konferenzsaal. Weil da hat sich nämlich der Architekt gedacht, derjenige, der dieses Haus kauft für 12 Millionen Euro, der wird ja wahrscheinlich noch weiter arbeiten und dementsprechend vielleicht auch den einen oder anderen Geschäftspartner oder Gast empfangen, bei dem man eben geschäftlich
sich zusammensetzen müsste. Und dementsprechend haben wir jetzt hier auch nochmal einen riesengroßen Konferenzsaal mit indirekter Beleuchtung, mit Soundanlage, mit Beamer. Oder man kann eben hier auch nochmal ein großes Apartment draus machen. Wir haben nämlich hier drüben nochmal ein riesengroßes Badezimmer mit Badewanne, super edel. Hinten nochmal einen weiteren Raum, das heißt, es könnte sowohl, wie gesagt, berufliche Zwecke erfüllen, Büros, Konferenzraum oder eben Kinderspielzimmer oder eben Nannyzimmer oder noch mehr Schlafzimmer für noch mehr Gäste. Oder dein Gym. Oder, wenn ich mir das jetzt hier leisten könnte, dann würde ich jetzt hier mein Gym reinmachen, weil das Schöne ist, wie gesagt, du hast das Badezimmer direkt da hinten dran und du hast hier komplett bodentiefe Fenster und kommst raus und kannst dann wieder hoch zum Pool gehen. Also das finde ich, das wäre eigentlich ein perfektes Gym. Deckenhöhe finde ich auch gut, Soundanlage ist auch drin, kann man schön aufdrehen und trainieren. Und was zeigen wir jetzt als nächstes? Achso, es gibt noch einen Panic Room in diesem Haus. Das möchte ich aber ehrlich gesagt aus Diskretionssicherheitsgründen nicht zeigen, wo der sich befindet. Es gibt aber auf jeden Fall in diesem Haus einen Panic Room. Das bedeutet, falls dann doch irgendwie hier Einbrecher reinkommen sollten, dann können sich die Eigentümer dementsprechend verschanzen und die Polizei rufen. Ja, kann man das so ausdrücken? Ja. Ist ja diskret. Gut, meine Damen und Herren, Grand Finale, ne? Haben wir irgendwas vergessen? Doch, Tiefgarage noch und Garage. Die Garage haben wir schon gezeigt. Technikraum 1 haben wir auch schon gezeigt. Technikraum 2 gibt es dann für den, der es kaufen möchte. Meine Damen und Herren, jetzt kommt das Grand Finale am Pool. Bleibt dran. Meine Damen und Herren, liebe Zuschauer, wir sind am Ende angekommen von dieser Haustour hier in Sonvida in Villa Casa Cascada. Das Ganze auf 2000 Quadratmeter Grundstücksfläche. Wir haben 900 Wohnfläche, 6 Schlafzimmer, 6 Bäder, 2 Fahrstühle, Riesengarage, mega Luxus-Spa-Bereich und ein Hammer-Ausblick in den Hügeln von Sonvida, den Beverly Hills von Mallorca. Das Ganze zum Kaufpreis von 12 Millionen Euro. Und jetzt kommt ja mein typischer Satz. Wer sich jetzt gerade nach dem Video denkt, Mensch, das ist genau das Haus, was ich mir immer in meinen kühnsten Träumen schon ausgemalt habe und wo ich mich auch wirklich schon schwimmen sehe hier zwischen den ganzen Wasserfällen und Kaskaden, dann ruft mich an oder schickt mir eine E-Mail an info@masseremus.com. Weitere Fotos und Abendstimmungsbilder gibt es auch auf meiner Website masseremus.com. Ich bin sehr begeistert. Dankeschön fürs Einschalten. Lieber Kevin, danke für deinen mega Einsatz heute bei 35 Grad. Ich bin am Schwitzen, Kevin auch. Gebt uns einen Daumen nach oben, falls euch das Video gefallen haben sollte von diesem Traumexemplar. Folgt mir auf Instagram, dem Kevin auch. Viele Grüße von Mallorca. Tschüss und bis bald.